Kongress anlässlich des 20. Geburtstags des Wuppertal-Institutes. Dieser kleine Film, den Sie gerade als Eingangssequenz gesehen haben, hat uns auch gestern in die wunderbare Abendgala hineingeführt am gleichen Ort. Und dieser Film, der soll gleich mehrerlei transportieren. Einmal der Blick auf die Baustellensituation vor dem Institut. Und da wir heute ja hier in dieser wunderbaren Stadthalle feiern, hat nicht jeder auf den kurzen Weg vom Bahnhof oder hier vom Parkplatz bis zu unserem Institut machen können. Da sollen Sie einen Eindruck davon bekommen, dass wir in den nächsten 6 Jahren in einer ganz eigenen Transition-Situation leben. Denn der Wuppertaler Hauptbahnhof und der Vorplatz wird komplett umgebaut und in hocheleganter Weise in 2 Ebenen direkt dann auf das Plateau der Schwebebahn und der Fußgängerzone geführt. Und damit kriegt die Stadt Wuppertal hier in Elberfeld wirklich einen angemessenen Entree. Ich war auf der anderen Seite durch diese wunderbare Stadthalle, sich dann auch in der Mitte wieder zu dem fügt, was es vor gut 100 oder der Bahnhof ist ja schon fast 150 Jahre alt, einmal war. Insofern hätten wir auch heute mit der Stadthalle keinen besseren Ort finden können, als dieses kommende, wieder pulsierende Zentrum des Wuppertals. Der Film hat aber auch eine zweite Botschaft, umrahmt von einer eigens für diese Konferenz von Ulrich Rasch komponierte Musik Transition, führt er uns in das Thema der heutigen Tagung ein. Faktor W, Wandel als Herausforderung, steht im Mittelpunkt dieses Tages. Und das heißt, Fragen zu diskutieren, wie gestalten wir denn die Übergänge in eine nachhaltige Zukunft. Wir wissen viel über die Ziele, haben heute auch breite Einigkeit über viele Ziele. Wir haben viele Technologien entwickelt, wir haben viele Szenarien. Aber wie löst man den konkreten Wandel aus? Und hier haben wir über lange Zeit in der Diskussion genau diese Frage unterschätzt. Und deswegen spielen Fragen der Transformation in der Transition in der aktuellen Nachhaltigkeitsdebatte so eine zentrale Rolle und sind für uns als Institut auch ganz entscheidend wegweisend. Und das ist sagen der thematisch rote Faden durch den heutigen Tag, welche besondere Rolle spielen dabei Städte? Städte als die neuen Experimentierorte für diesen Wandel, als das Realisieren im lokalen und regionalen und damit Bewegung auch auf der globalen Ebene wieder möglich zu machen. Wir werden diese Fragen aus sehr unterschiedlichen Perspektiven, nationalen, internationalen, beleuchten und gleichzeitig Ihnen einen Einblick in die künftige Forschung des Wuppertal-Institutes geben. Und ich bin deswegen unendlich dankbar, dass es uns gelungen ist, eine solch wunderbare Zusammenstellung an Referentinnen und Referenten zu gewinnen. Sie alle hier ganz, ganz herzlich willkommen heißen und freue mich über diese inhaltlichen Diskussionen. Schließlich weist sowohl der Veranstaltungsort als auch die Musik eines Wuppertaler Künstlers auf etwas weiteres hin, das diesen Kongress wie einen roten Faden durchziehen will, nämlich eine spezifische bergische Note. Und setzt sich weiter fort. Wir hatten das gestern Abend nicht nur mit der Musik Ulrich Rasch, sondern gestern Abend gab es auch einen kleinen Einblick in die Gesangsqualitäten des Wiener Bausch-Ensembles. Und Sie werden es heute auch bei dem Buffet merken, das sind alles bergische Spezialitäten, die Sie heute Mittag genießen dürfen. Und schließlich, und das hat uns auch besonders gefreut, dass diese Veranstaltung auch in der Größenordnung möglich wurde, verdanken wir einer großen Zahl an Sponsoren, die alle hier aus der Region kommen. Und ich glaube, das ist ein kleines Signal dafür, welche auch ökonomische Kraft in dieser Region sitzt und dazu führt, dass wir uns hier an diesem Standort sowohl in den ganzen letzten 20 Jahren führen und dankbar sind, dass es damals die visionäre Entscheidung gab, das Institut hier nach Wuppertal und in das Bergische hineinzugründen und damit die Basis aufzulegen für eine wunderbare Kooperation eines internationalen Thinktanks mit der Region, von der aus er agiert. Ich sprach es an, dass als kleiner Ausblick, der Kongress soll Ihnen auch einen Einblick in die künftige Arbeit des Wuppertal-Institutes geben. Wo steht das Institut im Jahr 2024 zu seinem 33. Geburtstag? Und wir haben hier bewusst einen etwas aus dem Rahmen fallenden Orientierungspunkt genommen.
Gemeinden davon liegen, werden Verständnis davon haben. Da sind diese Zahlen ja oft von besonderer Dynamik. Und in der Abschlussrunde heute Nachmittag werden wir genau diese Perspektiven diskutieren und würden dazu auch gerne Ihre Impulse aufgreifen. Sie haben daher in Ihren Mappen eine kleine Karte direkt neben der Bild der Wissenschaftsausgabe und die trägt die Frage, was wünschen Sie sich vom Wuppertal-Institut zu seinem 33. Geburtstag im Jahr 2024? Und diese Impulse werden dann heute Nachmittag in der Abschlussdiskussion auch nochmal aufgenommen, damit wir von Ihnen viel für unsere Arbeit in den nächsten Jahren mitnehmen. Durch den heutigen Tag wird uns Petra Pinsler begleiten, Hauptstadtredakteurin der Zeit, lange auch in Brüssel und Washington aktiv, mit den Themen des Institutes eng befasst und mit ihrem neuesten Buch Immer mehr ist nicht genug, einen wunderbaren, äußerst lesenswerten Beitrag zur aktuellen Wachstumsdebatte veröffentlicht. Sie werden sehen, auch diese Themen werden uns heute im Tag immer wieder begleiten. Ich freue mich sehr, Frau Pinsler, dass Sie uns heute durch den Tag führen. Ihnen allen wünsche ich nun einen inspirierenden Kongresstag, uns allen viele spannende Diskussionen und möglichst viele gute Impulse für die kommenden 20 Jahre. Frau Pinsler, ich übergebe Ihnen jetzt die Moderation. Herzlichen Dank.